Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Und an euch, Überlebenden, packt eure Hock-Gymnastik raus. Jetzt wird eine Runde Hexe gespielt. Ja, ich habe noch nie die Hexe gespielt. Ehrlich gesagt, ich habe sie jetzt auf Level 3 hochgeskillt, glaube ich. Oder lass es Level 4 gewesen sein, ich weiß es nicht. Aber ich wollte sie unbedingt mal ausprobieren. Ich habe mir dieses Addon jetzt geholt. Ach, Addon, sage ich schon. Das DLC. Da haben wir doch jemanden. Da haben wir doch jemanden. Ach komm. Ach komm, Schnecke. Ist sie drin? Kacke, oh, die ist so klein. Ich bin so klein. Ich fühle mich so klein. Oh, okay. Du hast dich verraten. Finde ich super. Ich habe dich jetzt nicht gehört. Ich habe dich vor allem auch nicht gesehen. Ich fühle mich so mini, ne? Ach, ich darf hier nicht so lange hinterherlaufen. Ich darf hier nicht so lange hinterherlaufen. Hier hat irgendwo mal jemand einen Generator verkackt. Ich glaube, das war da hinten. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen erschrocken. Nur ein klein wenig. Eigentlich darf ich mich nicht erschrecken. So eine Kacke. Und ich muss mehr Fallen setzen. Ich habe noch 7 jetzt. Ich muss mehr Fallen setzen. Definitiv muss ich mehr Fallen setzen. Und ich hoffe auch, die werden funktionieren. Komm, setzen wir mal hier eine Falle. Ich will die noch nicht so nah am Generator setzen, weil die genau wissen, dass man am Generator schleichen muss. Und deswegen mache ich das jetzt mal so. Keine Ahnung, ob das eine gute Taktik ist. Ich probiere es einfach mal. Hallo! So, meine Liebe. Okay, da ist jemand durch meine Falle gelaufen. Ach, da bist du. Hallo! Hallo! Da habe ich dich! Jawohl! So, die ersten haben wir. Die hängen wir doch mal direkt auf. Oh, hier haben wir einen Haken. Perfekt. Ach, und es gibt ein... Ah, das habe ich dir gar nicht erzählt. Es gibt ein neuer Patches raus. Das Video kommt jetzt ein bisschen später, weil ich jetzt bedingt der Prüfungszeit ein bisschen was aufnehmen muss. Und zwar habe ich gelesen, dass wenn man jetzt Memento Mori... Ihr wisst schon, was ich meine. Oh Gott, ich kann das immer... Ich spreche das jedes Mal falsch aus. Mitnehmen muss man vorher einen Überlebenden aufhängen. Ja, das wurde neu gemacht. Muss ich sagen, bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von. Ich finde, das nimmt so ein bisschen den Spaß weg, selber zu entscheiden, wann du das einsetzen möchtest. Oh, kann ich das... Wie mache ich das? Oh! Ah, okay. Ah, okay. Okay, 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 okay. Mit Leertaste gehe ich anscheinend zurück. Supi. Das ist ja cool. Boah, das ging jetzt so schnell. Aber ich muss in der Nähe sein. Okay, warum hast du... Warum hast du, du bist aber frech. Du bist aber ein kleiner Frechdachs hier, mein Freund. So, machen wir mal hier eine Falle hin. Aber ich selber kann die anscheinend nicht auslösen. Ah, da bist du. Kurz gewundert, wo du bist. Aber wiedergefunden, das geht ja ganz schnell. Die macht den Generator einfach weiter. Nee, meine Schnecke, ohne mich. So, wir machen es anders. Wie frech. Wie frech, ah. So, komm her. Oh, Falle ausgelöst, Falle ausgelöst. Die macht den weiter. Boah, die ist so frech. Die ist so frech. Boah, diese dumme Tuse. Wirklich frech, Leute. Ah, das ist die Rory. Ah! So, dich will ich jetzt auf jeden Fall. Oh, schade, dass sie nicht durch meine Falle läuft.
Oh. Ich kann zurück. Wie geht das? Ah, ich muss in der Nähe sein. Ah, okay, jetzt ist es schon weg. Schade. Ja, das kriege ich noch nicht so gut hin. Aber es kommt alles mit der Zeit. Wie gesagt, ich habe sie noch nie gespielt. Es gibt mir mal ein erstes Mal. So, setzen wir mal hier eine Falle hin. Und ich habe jetzt einen Perk mit, der noch nicht mal, den ich noch nicht mal wirklich anwende, weil ich den, der irritiert mich, dieser Perk. Deswegen ist das alles jetzt noch ziemlich neu für mich. Aber ich finde sie cool, die Hexe. Ich finde sie halt mega nervig, wenn ich sie mal als Killer habe. Boah, das ist super nervig. Und ich hoffe, vielleicht kommt es ja, dass ich sie irgendwann auch so gut spielen kann. Mal schauen. Lassen wir uns doch mal überraschen. Auf jeden Fall war dieses eine Mädel ziemlich dreist, finde ich. Oh. Okay. Hier ist ein. Okay. Okay. Nein. Ich bin zu weit weg. Ah, oh, ist das ein Kack? Ah, oh, ist das ein Kack? So ein Mist, ah. Ja, jetzt setzen wir noch eine neue Falle hin. Ich brauche wirklich mehr. Ich muss mehr Fallen setzen. Ich muss definitiv mehr Fallen setzen. Setzen wir einfach mal hier eine hin. Oh, okay. Da macht einen Generator. Jetzt haben wir hier ist eine Party hier. Okay, meine Liebe. Noch einer. Machen wir hier, damit wenn sie super. Wenn sie wieder zurückgeht. Oh, ich laufe jetzt viel zu lange hinterher. Okay, sie ist da, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Hallo? So, da habe ich dich. Dich hängen wir mal schnell auf. Oh, ich muss mehr Fallen legen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unter Druck gesetzt, ehrlich gesagt. Wegen den ganzen Fallen. Ist sie jetzt tot? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee. Sie ist nicht tot. Setzen wir mal alle eine Falle hin. Eine reicht. Wahrscheinlich nicht, aber. Boah, wie frech dieses Mädchen einfach ist. Wie frech du einfach bist. Ich habe sie gesehen. Ich habe gesehen, dass sie nach links gegangen ist. Aber ich will jetzt hier. Ach, den habe ich schon gemacht. So. Hier machen wir auch noch einen hin. Oh, oh, erstmal kaputt machen. Dann das hier kaputt machen. Okay, sie ist da hinten. Sie ist da hinten. Ich guck mal, ob jemand im Schrank drin ist, aber ich vermute nicht. Oh, wie frech. Ah, hier ist jemand weggelaufen. Hier war die doch gerade. Egal. Egal. Wo sind die hin? Oh, ich finde sie nicht. Was zum Teufel? Egal. Es ist ganz viele Fallen hier hin. So.
Hier vielleicht? Nee, ach. Hör auf, in Schränken zu gucken. Da ist doch sowieso keiner. Ach, du kleine. Ah, du kleine Ratte. Immer noch nicht! Das sieht immer so aus, als wäre die hier. Ah! Ah! Ach, scheiße, Mann. Wo soll ich hin? Da war jemand. Okay. Eigentlich müsste ich zum Ausgang, aber... So. Ah, das wird interessant mit der. Oh Gott, ich bin so langsam. Ach Mann, wenn ich das mal versuche, dann klappt das nicht. Weißt du? Dann funktioniert das natürlich nie. Viel zu langsam, ah. Viel zu langsam. Ich will die gar nicht. Ich will die Fängling nicht. Ich will sie. Ach, Mann. Ah, jetzt habe ich sie verloren. Ich habe sie verloren. Was machst du da? Okay. Machen wir es so. Jetzt läufst du zum Ausgang. Ja, jetzt läufst du zum Ausgang. Ja, ich kann hier nichts machen. Achso, doch, ich kann es zerstören. Tatsächlich kann ich es zerstören. Oh, ja. Also, jetzt noch mit mir spielen. Oh, ich werde dich so aufhängen, meine Liebe. Darauf kannst du wetten. Darauf kannst du wetten, wenn ich dich kriege. So. Was ist mit dir? Oh. Ganz ehrlich, mit mir spielen und dann sowas machen? Also, ich habe kein Problem, wenn man mit mir spielt, wenn man dann spielen kann. Aber jetzt werde ich sie aufhängen. Also, das finde ich frech. Die hätten jetzt rausgehen können. Die hätten ja, haben beide Tore auf. Ist mir sowas von egal. Hallo. Oh, Leute. Ihr wollt Stress? Könnt ihr haben. Ihr wollt Stress? Kein Problem. So. So, mein Lieber. Du zuerst. Also, ich habe wirklich, wie gesagt, kein Problem damit, wenn man mit mir spielt, aber... Oh, Mann, ah. Ja, dann hänge ich dich jetzt auf. Tut mir leid. Ist mir egal. Ich finde das so frech. So. Ich finde, also ganz ehrlich, man braucht mit mir da nicht zu spielen, wenn man das sowieso nicht hinbekommt. Sowas finde ich halt einfach nur frech. Und sie kann jetzt entkommen. Mir ist es, das wäre mir dann egal, aber dass ich sie ja nicht aufhänge. Mm-mm. Okay. Ist sie nach da gelaufen? Die eine ist nach da gelaufen. Da bist du ja. Da bist du ja.
So, und ich habe, wie gesagt, damit überhaupt kein Problem. Und wenn die mich jetzt flamen werden, das ist mir sowas von scheißegal. Die hätten einfach rausgehen sollen. So. Möchte noch jemand? Also ich finde, es gibt ganz viele, wie zum Beispiel Jasmin und Deko, sage ich schon, Deko, die können das richtig gut. Das ist dann richtig krass, wenn die das machen. Ich kann zum Beispiel nicht, deswegen will ich es auch nicht machen. Aber wenn die dann versuchen, mit mir zu spielen, können wir gerne machen, aber dann musst du auch die Konsequenzen tragen, wenn ich dich dann bekomme. Wenn ich dich dann sozusagen aufhänge. Ja. So ist das im Leben. Ist nicht alles einfach. Ich meine, wir wollen ja richtig spielen. Ich habe, darauf gehe ich auch nicht ein. Da habe ich keine Lust drauf. Ich glaube, die sind hier tatsächlich schon weg. Da die Frage, was sie jetzt hier bezwecken, was sie jetzt hier machen wollen. Ich wollte eigentlich nur eine lustige Runde Nurse. Ach, Nurse ist eigentlich schon Hexe spielen, weil ich die noch nie gespielt habe. Und ich glaube, das sieht man auch, dass ich die noch nie gespielt habe. Ich schätze mal, eine möchte die Luke nehmen. Kann ich mich hin teleportieren? Es ist so weit weg. So weit weg? Nee, geht nicht. So, ich kann ja nochmal hier eine Falle aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür Punkte kriege. Doch, kriege ich. Dafür kriege ich Punkte. Ach, guck mal, die eine ist jetzt rausgegangen. Na, immerhin. So. Geh doch einfach raus. Das finde ich auch immer so. Ja, komm, ich stelle mal ein paar Fallen hin. Hab ja Zeit. Jetzt geh raus. So, du auch. Das ist halt immer so lustig. So. Das machen zum Beispiel Deko und Jasmin auch nicht. Die lassen sich anhitten und lassen sich das zweite Mal anhitten. Und das sind so Leute. Ich kann das zum Beispiel auch nicht, deswegen mache ich das eigentlich sehr. Oh, das ist neu. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Oh! Oh, was? Warum habe ich denn so wenige Punkte bekommen? Was? Ich bin gerade ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich habe 20.000 Punkte. Ich muss mir das gleich nochmal durchlesen. Ich habe 20.000 Punkte. Und ich. Was? Oh mein Gott, das ist nicht deren Ernst. Die werden doch jetzt. Es geht anscheinend wirklich darum, Leute zu killen jetzt. Also ging es natürlich immer schon. Das ist ein dummer Kommentar. Es geht anscheinend ja, es ging ja immer schon darum, Leute zu töten, ja klar. Aber du kriegst anscheinend mehr Punkte, wenn du Leute killst. Und dementsprechend denke ich jetzt einfach mal, werden die meisten Killer sowieso campen, damit die wirklich die Leute auch bekommen. Ich habe 20.000. Ich habe sogar noch einen Punkt Minus bekommen. Boah, ich bin gerade richtig geflasht. Ich bin gerade richtig schockiert darüber. Heftig. Ich muss mir das gleich nochmal durchlesen, was da jetzt genau geändert wurde. Anscheinend, das mit den Punkten habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur kurz rübergeflogen. Aber bin jetzt nur kurz rübergeflogen, habe das mit dem, mit Memento Mori. Memento Mori? Ich sage es wahrscheinlich wieder falsch. Gelesen. Dann habe ich irgendwas noch mit Haken gelesen, dass der Killer die nun sieht, wenn jemand geopfert wurde. Das habe ich aber nicht genau verstanden. Aber das mit Punkten habe ich nicht gelesen. Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Also. Ja, gut, ne? Mal schauen. Ich bin gespannt. Also, ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Ich kann jetzt leider nicht mehr so zwei Folgen aufnehmen, wenn es jetzt 20 Minuten waren ungefähr. Einfach bedingt durch Prüfungen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Werde ich das jetzt so machen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß, war jetzt nicht so interessant. Aber ich wollte sie mal ausprobieren. Ich finde sie ganz cool. Ich glaube, wenn man sie richtig gut spielen kann, ist sie ziemlich nervig. Das kennen wir ja auch. Und deswegen glaube ich, werde ich sie in nächster Zukunft oder in naher Zukunft nochmal spielen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!